Liebe Irsche, liebe Machtbäuer, wenn Sie in die glückliche Lage kommen, in Russland auf der A141 von Bryansk nach Oryol zu fahren, sagen wir mal lieber Orel, das ist bei den Deutschen besser bekannt, dann kommen Sie durch die Kreisstadt Karatschew. Es klingt sehr russisch, ist aber eine mongolische Gründung und heißt zu Deutsch Schwarzer Wald. Kurz nach dem Ortseingangsschild von Karatschew, wenn Sie aus Bryansker Richtung kommen, steht hier dieses Zeichen nach links ab. Und mit ein bisschen Hilfe der Bevölkerung, wenn Sie da fragen nach Manastir, da wird Ihnen jeder gleich weiterhelfen. Das ist dann wirklich keine Schwierigkeit mehr. Naja, bis Sie dann das Schild nochmal erreichen und dann rechts ab auf dem Weg in das Kloster müssen Sie noch durch dieses Dorf fahren, namens Kascha, der Brei. Dieses Dorf hat rechts und links der Straße jeweils 6 Häuser, insgesamt 12, wobei ein Haus am Ausgang des Dorfes rechts wirklich eine Ruine ist. Ich weiß gar nicht, ob da noch jemand wohnt. Geben Sie dann nicht auf, denken Sie nicht, Sie haben sich verfahren, immer weiter und Sie kommen am Kloster an. So sieht es dann dort aus. Die Matuschka hat zu Ehren ihrer Ankunft gleich die Glocken läuten lassen. So klingt das ein bisschen mehr nach Kloster. Tja, liebe Gersche und Machtwoja, warum mögen die Holzenden bzw. die Holzbalken hier so 30-40 cm überstehen? Ob das russische Verschwendungssucht ist, da gibt es ja zur Genüge Holz, oder hat das eventuell einen anderen Grund? Überlegt mal, das ist eine kleine Preisfrage. Diese Holzkirche wurde nach der Neueinweihung des Klosters gebaut und ich muss ganz eindeutig sagen, da ist es im Sommer angenehm kühl und im Winter mit ein kleines bisschen Heizung wirklich angenehm warm. Also Holz in der Bauweise hat schon was für sich. Der Brunnen ist im wahrsten Sinne des Wortes der Mittelpunkt des Klosters und ist, wie erzählt wurde, während des Vierjahresplanes zur Abgewöhnung des Glaubens in der Sowjetunion nicht gesprengt worden. Beschäftigen wir uns zunächst erstmal mit dem größeren Gebäude. Dieses Haus hat an jeder Etage einen Mittelgang, von dem je Seite 8 Räume für die Nonnen abgehen. Im Dachgeschoss wird noch gebaut. Dort wird ein Nähsaal hinkommen und auch nochmal Räume für die Nonnen. Die einzelnen Räume haben einen unterschiedlichen Grad der Fertigstellung. Ничего не говорите, что немцы не заметят, что вы россияне. Поняли? Нет, он не понял меня. Заметят, заметят. Думаете? Ну, конечно. Вы уже выглядите так же, как россиянин, да?
Естественно. Я думаю, немцы так не выглядят. Dieser provisorische Treppenaufgang wurde nur deshalb ausführlich fotografiert, um bei den Deutschen die Meinung oder Aussage zu provozieren, ja, da muss aber europäischer Sicherheitsstandard angemahnt werden. So nach dem Motto, Deutschland hat in China Menschenrechte angemahnt. Gibt es nicht ein deutsches geflügeltes Wort, das sagt, das Kehren vor der eigenen Tür ist das Schwerste? In einem kleinen Heft neueren Datums wird zur Geschichte des Klosters Folgendes vermerkt. Das Nikolai Odrinoer Kloster war eins der ältesten und in seiner Zeit bekanntesten Klöster Zentralrusslands. Und jetzt wird man schon ein bisschen vorsichtiger. Nach örtlichen Erzählungen ist das Kloster gegründet entweder im 13. oder 14. Jahrhundert in den tiefen Wäldern in der Nachbarschaft Litauens und jetzt wörtlich am Fluss Odrina an der großen Kiefer. Und nun sehen wir uns mal das kleinere der beiden Häuschen an, wie es im Russischen heißt, Dom Zwischennikow. Jetzt, liebe Gersche und Machteboje, ganz doll die Augen aufreißen. So etwas sehen Sie im Fernsehen nicht jeden Tag. Sie sehen hier eine Kelie eines russischen Klosters mit der spartanischen Einfachheit der Ausrüstung. Vom Ofen wurde sie umgestellt auf Erdgasheizung. Ist wirklich eine angenehme Wärme da drin. Demnächst kommt da eine neue Gardine dran. Um 1352 ist aufgeschrieben worden, dass in dem Kloster die Tochter eines litauischen Fürsten, Olgerda, gewesen war, mit dem Namen, also jetzt den geistlichen Namen, Inokinia Jevpraxia und in der Welt hieße Elena. Nun ist das immer eine Angelegenheit, mit den Aussagen alter Dokumente. Die Wirklichkeit hat sich gewaltig verändert und darum sind meist diese Dokumente schwer verständlich. Tja, liebe Gersche und Machteboje, ob das auch wirklich alle sehen, welche Veränderungen hier zum Positiven eingetreten sind? Ja, das ist das Frühstück für den Deutschen. Bestehend aus Brot aus eigener Produktion, also Klosterproduktion, Honig aus eigener Produktion, Smetana aus eigener Produktion und heiße Milch. Die Nonnen waren der Meinung, der Deutsche müsse das so essen, um seine Erkältung loszuwerden. Naja, so gestärkt kann man sich natürlich auf den Weg machen, die Umgebung des Klosters zu erkunden
und sich gleichzeitig mit den geschichtlichen Betrachtungen dieses Klosters auseinanderzusetzen. Das hier ist das zweite Tor des Klosters an der Nordostseite. Die Rekonstruktion einer älteren Darstellung des Klosters. Es zeigt ungefähr den Zustand, wie das Kloster die ersten Jahre der Sowjetmacht erlebte. Der Glockenturm hier und die Kirche wurden im Rahmen des Vierjahresplanes zur Abgewöhnung des Glaubens in der Sowjetunion gesprengt. Noch einige Bemerkungen aus dem bereits erwähnten Heftchen neueren Datums. Anfang der 20er Jahre wurde auf dem Gebiet des Klosters eine Musterversuchsschule aufgebaut. Die verbliebenen Mönche wurden in der Kommune Neues Leben vereinigt und wohnten weiterhin dort, wo sie entsprechend ihrer bewährten Gottesdienstordnung wohnten. 1922 wurde ein Kommando der Westfront auf dem Gebiet des Klosters verlegt. Am 17. Juli 1924 wurde der Beschluss zur Schließung der Kirchen des Klosters angenommen und sie in die Verfügung der Volksbildung gegeben. Die Kommission zur Liquidierung des Klosters verpflichtete die Bewohner, und jetzt wirklich innerhalb von 2 Wochen die Grenzen des Klosters zu verlassen. 1925 wurde die Schule verlegt, weil 3 ihrer Erzieher bei Explosionen von Granaten ums Leben kamen. Im August 1925 verließ das Kommando der Westfront das Kloster. Die Klostergebäude wurden von der örtlichen Bevölkerung, besonders das Holz, im Tausch gegen Brot genutzt. Bei dieser Darstellung ist unschwer zu erkennen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln durch die Klöster, die russischen Klöster hatten daran einen weit größeren Anteil, bedeutend größer als in Deutschland, gegen Null ging. So blieb die Hungersnot Anfang der 30er Jahre in der Sowjetunion nicht aus. Spätfolgen war das Hungerjahr 1947 weiterhin aus dem Heftchen. Die Steine der Kirche wurden zur Erweiterung des Datkower Kristallwerkes benutzt. 1930 wurden 6 Mönche, die in Karatschew wohnten, konterrevolutionärer Tätigkeit beschuldigt und Repressalien ausgesetzt. Während des Krieges war auf dem Gebiet des Klosters ein deutscher Stab, danach wurde das Kloster einfach als Abfallgebiet benutzt. Es wäre ein guter Hinweis, im Programm der Linkspartei zu verankern, wie die Rolle der Klöster gesehen werden soll. Im Programm steht schon: Wir haben gelernt. Die Nonne Glykeria öffnet das Reich zu den Hühnern. Das ist eine ihrer Aufgabe. Die anderen Aufgaben sind, die Tore des Klosters zu öffnen und abends zu schließen und für die Heizung des Klosters zu sorgen. Она, между прочим, дорога раз открывается ветром. Проходи, голубчик. Вот видишь, я открываю здесь, она открывается там. Да, 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 да. Воздухом. Дверки там открыты, поэтому она открывается. Ой, здесь у меня, конечно, развал. Водичка, комбикорм, все это. Вот это я не снимаю. Вот. И это во сколько?
Здесь 40. А там 40. 50, 53. Ага, ага. И сколько яиц они дадут в день? А, день, ну, 22. Ну, они еще маленькие яички вот такие. Ага, ага. 22? Ну, пока еще не все, они еще ж новенькие, молоденькие. Ага, ага. Хорошо. Работает? Работает, а как же. Вчера хожу и говорю: Господи, благодарю тебе и благодарю Лорен. Надо же так услышать меня, что я молюсь, что надо, да, купить, да, не доехать. Ну, если вы можете лучше работать, то это нормально. Да, мне нужно, да, потому, да, что, да, я выключаю. Größere Mengen Eier dem Markt zur Verfügung zu stellen, dazu reichen die Kräfte des Klosters nicht. So konnte die Matuschka lediglich einem Kinderheim 840 Eier übergeben, natürlich kostenlos, und unserem Waisenheim in Karatschew konnte sie 120 Eier geben. Ладно, с сумками. Мы И, пожалуйста, не молчите, что немцы точно знают, кто пришел. Не молчите, разговаривайте. Петь надо. Петь надо. А, петь надо, да? Или петь. Сокровище благих и жизнь небогателю, притеся вны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Я с тобою от бед, ты боишься спасения. Боже, спаси, Христе Боже,
Zum Abschluss trägt uns ein Bartuschka mit seiner Partnerin ein geistliches Lied vor. Die Matuschka legte großen Wert darauf, dass es nicht die Frau des Bartuschkas ist. Правила веры в раскротости, воздержание учителя. Явите стаду твоему, я же вещи истинно. Всего ради стяжалость и смирение высокое, нищетое богатое. Отче священно начальниче Николае, моли Христа Бога, спасися душам нашим.